In diesem Video werde ich dir den besten Indikator für Bitcoin vorstellen. Hättest du die letzten 5 Jahre nur nach diesem technischen, einfachen Indikator gehandelt, hättest du unglaubliche Gewinne gemacht, nicht nur auf der Long-Seite, sondern auch auf der Short-Seite. Ich habe das sehr ausführlich gebacktestet und genau das werde ich dir zeigen. Außerdem geht es in diesem Video um Kim Kardashian und die FCA, also die Aufsicht in Großbritannien. Und wir sprechen über El Salvador und über das, was gestern im Kryptomarkt passiert ist. Wir hatten ja einen deutlichen Anstieg gesehen, um 15 Uhr Bitcoin 2000 Dollar in die Höhe geschossen, um dann gleich wieder zu fallen. Noch stärker war die Bewegung bei Litecoin. Hier ist man von 175 auf über 230 hochgeschossen und dann direkt wieder nach unten gekracht. Was war der Grund dafür? Hacker in den USA haben eben den Account von Walmart gehackt und haben eben ein anscheinend offizielles Statement veröffentlicht, dass man eben mit Walmart, der größten Einzelhandelskette in den USA und aus der Welt, hier jetzt den Litecoin als offizielles Zahlungsmittel etablieren möchte. Das war natürlich fake. Die Hacker haben sich dann mit diesen Transaktionen im Kryptomarkt wahrscheinlich extrem bereichert. Es hat ungefähr 10, 15 Minuten gedauert, bis diese Fake News auch aufgefallen sind. Zur Rechenschaft kann man da keinen ziehen, aber das ist natürlich im ursprünglichsten Sinne, wie man es denkt, Marktmanipulation. Also hier merkt man, dass am Markt einiges auch passiert und sehr viele Bewegungen eben nicht für den langfristigen Investor geeignet sind. Deswegen ist es gut, sich technische Indikatoren anzuschauen, welche da optimal sind, sage ich dir gleich. Aber worauf ich eingehen möchte, diese Fake News können die Märkte eben deutlich beeinflussen. Wie gesagt, bei Litecoin gestern über 30% Rally, um dann direkt 30% auch wieder nach unten zu gehen. Und wenn du es eben nicht weißt, wenn du nicht einer der informierten Hacker warst, hast du mit diesen Bewegungen wahrscheinlich am Markt auch Geld verloren. Ähnliches Thema gerade bei Kim Kardashian und der FCA, also hier der Regulierung in UK. Hier wurde Frau Kardashian deutlich und sehr nachhaltig aufgefordert, auch über ihre Instagram-Posts nachzudenken. Kim Kardashian hat über 200 Millionen Instagram-Follower, also eine sehr große Reichweite. Und da ist es natürlich verführerisch, auch kommerziell Werbung zu machen. Das hat sie getan für eine Cryptocurrency, die nennt sich Ethereum Max, also nicht Ethereum, die zweitgrößte Cryptocurrency nach Bitcoin, sondern Ethereum Max, eine relativ junge Kryptowährung, die eben auch, zumindest nach Aussagen der FCA, nicht wirklich gut reguliert ist und wo man eben aufpassen muss, wenn man sich eben dieser Ethereum Max Community anschließt. Das war das, was Frau Kardashian in ihrem Werbepost auch wollte, ob man da wirklich ein langfristig gutes Investment hat oder nicht. Auch hier wieder der Verweis, weg von diesen einzelnen News, am besten Fake News sowieso vermeiden, hin zu klaren Strategien, wie ich sie gleich am Ende noch präsentieren möchte. Und dass eben Marketing auch gerade beim Bitcoin eine sehr große Rolle spielt und sehr viel medial auch begleitet wird, das haben wir Anfang September natürlich gesehen in El Salvador, dieses Land in Südamerika mit gerade mal 6,5 Millionen Einwohnern und einem relativ jungen Präsident, der eben medial auch sehr stark unterwegs ist, dem Herrn Bukele, der hat eben die Chance genutzt und meinte bei Twitter wörtlich, zum ersten Mal in der Geschichte von unserem kleinen Land El Salvador sind alle Augen auf uns gerichtet. Und wie hat er das geschafft? Indem er eben jetzt offiziell das, was das Parlament schon vor 2 Monaten beschlossen hat, umgesetzt hat. Der Bitcoin, den du hier im Tageschart im Hintergrund siehst, ist eben jetzt das offizielle Zahlungsmittel in El Salvador. Kann man sagen, ja, ist ja klasse. Die Regierung hat ja auch entsprechend schon einiges an Kryptos eingekauft, wird in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich weiterkaufen. Im Gegenwert von 50, 60 Millionen ist man da im Kryptomarkt auch investiert. Nur das Problem ist, die Bevölkerung ist gar nicht so weit, den Bitcoin zu nutzen, ist gar nicht so richtig auch bereit dafür. Knapp 2/3 aller Einwohner haben sich gegen den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel ausgesprochen. Und das, obwohl eben sehr viele Transaktionen auch aus dem Ausland zurück nach El Salvador fließen. Hier gibt es sehr viel Repatriierung. Viele leben eben im Ausland, gerade auch in den USA. Und die Wirtschaftskraft von El Salvador hängt zu 22% eben an diesen ausländischen Geldflüssen. Und man hat begründet, nicht nur den Dollar, den man seit 20 Jahren als offizielle Währung hat, sondern auch hier den Bitcoin einzuführen, um eben diese Transaktion günstiger zu machen, um den armen Menschen Zugang zu den Finanzmärkten zu geben, um sie eben auch zu liberalisieren, was ja eigentlich ein guter Gedanke ist. Deswegen will man auch 200 Bitcoin-Automaten aufstellen im Land. Trotzdem, es kommt nicht in der Bevölkerung gut an. Die Handy-App, die du brauchst, um mit Kryptos oder mit Bitcoin zu bezahlen, die wurde bis jetzt nur sehr, sehr wenig runtergeladen, um die 100.000 Mal. Also hier merkt man auch, dass das Thema sehr viel Marketing ist und noch gar nicht so stark in der Bevölkerung angekommen ist. Das vielleicht für den fundamentalen Rahmen. Dann weißt du ja, ich hatte dir ein Video gemacht, dass ich auch im Bitcoin Short gehen möchte.
habe das jetzt bei 46.000 ungefähr gemacht. Wir hatten ja hier diesen deutlichen Move nach unten, wo es an einem Tag um 10% gefallen ist und handeln jetzt hier um diesen wichtigen Indikator, den ich dir gleich jetzt im Backtest vorstelle. Und was ist jetzt der beste Indikator, den ich gefunden habe? Ich habe in den letzten 5 Jahren ganz verschiedene Indikatoren und Oszillatoren auch untersucht. Das habe ich fürs Wochenende gemacht, fürs Community-Treffen. Und da gibt es eben einen, der ist besonders hervorgestochen und das macht Sinn und das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Das heißt, wenn du hier ganz genau aufpasst, kannst du eine Menge für deinen eigenen Handel rausnehmen. Denn ich habe diese Daten mit Bloomberg analysiert und ich habe rausgefunden, der beste Indikator ist, wenn man es vorbereitet und dann doch nochmal woanders klickt, jetzt wird spannend, gleich kommt er. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Der beste Indikator ist der gewichtete gleitende Durchschnitt. Spannend, was bei Aktien ganz gut funktioniert, ist der Smooth Moving Average. Was nicht so gut funktioniert, ist der normale Moving Average. Und was gerade bei Kryptos sehr gut funktioniert, allen voran natürlich Bitcoin, ist der gewichtete gleitende Moving Average. Was bedeutet das? Wir schauen uns einen Zeitintervall an, hier eben ein Durchschnitt von 50 Tagen, geht auch mit 30 Tagen in der Standardeinstellung, aber 50 Tage sind eben hier noch ein Stück weit besser. Und dann machen wir es nicht so, dass alle Zahlungen gleich, also alle Kurse quasi gleich wirken, wir das gewichtete Mittel hier in diesem Fall bilden, also nicht gleichgewichtet, nicht alle 50 Kurse werden einfach durch 50 geteilt, sondern die jüngsten Kurse der Vergangenheit werden eben höher gewichtet. Beim Smooth Moving Average, also beim langsameren Moving Average, ist es genau andersrum, da werden vergangene Kurse höher gewichtet. Das, wie gesagt, funktioniert rein mathematisch bei Aktien besser. Beim gleitenden Durchschnitt, beim gewichteten gleitenden Durchschnitt, also beim BMA, den du auch hier siehst, BMA Colored, da ist es so, dass eben die näheren Kurse höher gewichtet werden. Und das macht Sinn, weil Kryptos sind eben sehr starke Trendmärkte. Wenn wir etwas haben, was auch mal konsolidiert wie ein Aktienmarkt, dann würde das uns wenig bringen. Da hätten wir viele Fehlsignale. Aber hier im Kryptomarkt hast du lange sehr deutliche Strecken, wo du eben sehr gut verdienen kannst. Ich zeige es dir auch gleich im Backtest. Aber visuell siehst du es eben auch ganz schön hier. Aufwärtsbewegung, schönes grünes Signal, dann Abwärtsbewegung, rotes Signal, grünes Signal, rot, grün. Also hier sehr lang gerade diese Aufwärtsbewegung konnte man mit diesem Rated Moving Average, den du eben hier auch bei TradingView in den Einstellungen ganz einfach finden kannst, bei den Indikatoren und dann einfach WMA eingeben. Dann findest du es und diese schönen langen Trendbewegungen, wie hier zum Beispiel diesen Anstieg von 10.000 auf über 60.000, die konntest du schon nutzen, aber auch diese Abwärtsbewegung, und das ist ja auch wichtig, konntest du nutzen. Aktuell hatten wir wieder ein langes Long-Signal, das ist jetzt durch diese Bewegungen ein bisschen eingefangen und du siehst hier auch am aktuellen Rand so ein bisschen das Problem von diesen kurzfristigen Indikatoren und ich zeige dir dann gleich den Backtest. Hier gestern gab es noch ein Short-Signal, das wäre jetzt eben temporär auch wieder zu gewesen und aktuell ist der Indikator long. Ich vermute aber, sobald die Kurse hier etwas ruhiger werden und dann auch wieder fallen, was meine Gesamterwartung ist, haben wir dann eben hier auch wieder ein deutliches Signal. Deswegen schau dir diesen Rated Moving Average an aus den 50 Perioden und wenn eben hier die Kurse weiter in den nächsten Tag fallen, wird dieser Indikator auch zusätzlich noch meine Short-Position bestätigen. Wie gesagt, ich bin ungefähr bei 46.000 rein, da hat sich noch nicht so viel getan. Ich warte jetzt auch ab. Kurse über 50.000 habe ich im Stop-Loss, da würde ich dann rausgehen, dann wäre der Indikator auch deutlich grün. Kurse darunter im roten Bereich, wie in diesen Phasen, darauf hoffe ich, dass wir eben hier auch eine längere Abwärtsphase haben. Was macht der Indikator? Er misst also, ob die aktuellen Kurse drüber oder drunter sind und wenn sie eben drunter sind, dann wird er rot. Ich glaube, das hier ist eh ein kleiner Datenfehler, also es müsste eigentlich auch rot sein. Bitte das kurz zu entschuldigen, also die Grundidee ist, dass wenn diese Kurse unter dem Indikator sind, da natürlich auch ein Signal geliefert wird. Und da merkst du schon, wenn ich hier so ein bisschen ins Stottern komme mit den Indikatoren, was ist da los, woran liegt das? Ja, so ein Backtest, der muss eben sehr genau gemacht werden, weil von der Logik vom Rated Moving Average ist es eben so, wenn der Kurs unter den 50 Tagen im entsprechenden gewichteten Durchschnitt ist, dann haben wir das Signal und deswegen muss das sehr genau gebacktestet werden. Und das will ich dir jetzt in den letzten 2 Minuten nochmal kurz zeigen, wie dieser Backtest aussieht, wie die Ergebnisse waren. Da ist wirklich eine ganze Menge drin. Deswegen schau dir das jetzt unbedingt noch an. Hier siehst du es. Das ist jetzt eben die Strategie für den Krypto, für den Bitcoin. Du siehst hier oben XBT USD, also Kryptos. Du siehst diesen Rated Moving Average in den 50 Tagen. Und du siehst hier insgesamt so um die 80 Signale. Grüner Pfeil heißt immer, wir sind long gegangen. Das heißt, der Kurs war über diesem 50-Tages gewichteten Durchschnitt. Roter Pfeil war, und das sieht man hier im Chart deutlich besser als bei mir eben. Roter Pfeil zeigt, okay, die andere Richtung war, wir sind short. Also hier zum Beispiel ein schönes Short-Signal, hier ein Fehlsignal, dann hier ein Seitwärtssignal, Fehlsignal, hier ein wunderbares Long-Signal, Fehlsignale, gutes Short-Signal, Long-Signal mit einem kleinen Stop ausgestoppt.
dann wieder Short, Long, Short, also hier sehr gute Signale, dann wieder ein paar Fehlsignale und hier diese großen Bewegungen, die hat man eben sehr gut mitgenommen oder auch jetzt zum Beispiel diese Abverkäufe, als der Kryptomarkt 2018 gecrashed ist, hat man eben auch sehr, sehr gut mitgenommen. Unten siehst du die Equity Curve, also du siehst hier den Kapitalverlauf, da sehen wir natürlich einen massiven Anstieg und insbesondere, wenn wir eben längere Trendphasen haben, da geht es hier mit Transaktionskosten gerechnet, sehr schön und weit nach oben. Und das ist eben der Charme von diesen Weighted Moving Averages. Man hat natürlich sehr, sehr viele Fehlsignale, das ist anstrengend. Aber wenn man mal recht hat, und die Trefferquote zeige ich dir gleich, die ist deutlich schlechter als von vielen anderen Strategien, die du von mir kennst. Wenn man mal recht hat, dann nimmt man eben eine schöne Trendphase mit und dann kann man eben auf einmal auch sehr viel gewinnen. Und das siehst du hier in diesem Scatterplot. Also wenn du hier alle Transaktionen dir im Einzelnen mal anschaust, Pfeil nach oben, also Dreieck nach oben bedeutet immer Long-Position, grün heißt Plus, rot heißt Minus, also hier zum Beispiel Long-Position im Plus, Long-Position im Plus, hier zum Beispiel Long-Position im Minus und wenn das Dreieck die Spitze nach unten hat, dann war es eine Short-Position. Und du siehst schon, wie das ganze Spiel aufgebaut ist, ganz viele kleine rote Dreiecke, egal ob Long oder Short, sehr oft, aber die Verluste sind eben sehr begrenzt, dadurch, dass dieser Weighted Moving Average eben schnell auch einen Signalwechsel vollzieht und dann hast du eben einzelne Ausreißer, wo du hier auf der Long-Seite, aber auch zuletzt auf der Short-Seite, auch mit diesem Signal, deutlich, deutlich starke Gewinne machst. Also wenn du einen guten Indikator brauchst, um deinen Handel in Bitcoin zu verbessern, schau dir den Weighted Moving Average an im 50-Tages-Durchschnitt. Da werden die jüngeren Kurse eben höher gewichtet. Das ist gut, weil dadurch kannst du diese Trendphasen in Bitcoin auch gut umsetzen. Ich glaube auch aufgrund dieser ganzen Manipulation, über die wir gesprochen haben, Fake News mit Walmart, entsprechend El Salvador oder Kim Kardashian, wird auch tendenziell weiter der Bitcoin ein starkes Trendverhalten aufweisen. Wenn du eben Short bist, so wie ich aktuell, kannst du das als Stop-Loss nutzen. Wenn du eben Long sein willst, könntest du das als Filter nutzen, um hier den Trade einzugehen. Und dass dieser Indikator auf beiden Seiten gut funktioniert, siehst du hier. Das ist mir auch immer wichtig, wenn ich über Indikatoren spreche. Du hast eine relativ ähnliche Anzahl von Long und Shorts, du hast aber nur sehr geringe Gewinne von 11 und 13, also ungefähr ein Viertel aller Trades landen nur im Gewinn, der Großteil geht in den Verlust. Allerdings, und das hast du ja gerade mit der Equity Curve gesehen, und das ist ja auch der Reiz von so einem gleitenden Durchschnitt, wenn der Kurs dann mal längere Trendphasen hat, dann bist du eben voll dabei und dadurch hast du ja auch einen sehr guten Profitfaktor. Wenn du gewinnst, gewinnst du Faktor 5, Faktor 10, Faktor 15 im besten Fall, das hast du gerade im Scatterplot gesehen, von dem, was du sonst verlieren würdest. Also schau dir da den Weighted Moving Average unbedingt an. Und wie gesagt, wenn du im Kryptomarkt unterwegs bist, dann ist meine aktuelle Richtung eher Short. Und vielleicht überdenkst du ja nach dem Video auch nochmal deine Position. In jedem Fall freue ich mich über Kommentare und über Likes unter dem Video.